Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich sage euch, in diesem Video erleben wir quasi die Erleuchtung im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe hier zwei dicke, große, schwere Pakete stehen. Und zwar von der Firma Agrar-LED. Ja, die haben mitbekommen, hatte ich ja in den letzten Videos gezeigt, dass ich da richtig Malheur mit meinen Scheinwerfern, mit den originalen Heller-Scheinwerfern habe, die komplett voll mit Wasser stehen. Genau, das haben die mitbekommen und haben mir jetzt Scheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer zur Verfügung gestellt. Und zwar sind da einmal Scheinwerfer für den Xerion drin und dann haben wir auf dem Hof da ja noch einen Steyr und einen alten John Deere. Und in diesem Video zeige ich euch, wie wir Schlepper einmal komplett mit LED-Scheinwerfern von Agrar-LED ausstatten und wie dann das Endergebnis ist. Ne? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal diese riesigen Pakete hier auf. Ich habe eine Liste dabei. Da steht genau drauf, welche Scheinwerfer für welchen Trecker sind. Und das muss ich tatsächlich an dieser Stelle nochmal sagen. Also wirklich der Service und der Support ist echt grandios, also muss man wirklich sagen, ne? Super nett, super schnelle Abwicklung und ich habe hier jetzt, wie gesagt, eine Liste, da steht genau drauf, hier farblich markiert, welche Scheinwerfer zu welchem Trecker gehören und so weiter, also echt nochmal vielen, vielen Dank an Agrar-LED für die Bereitstellung von diesen Scheinwerfern. Das packen wir mal beiseite, wir setzen mal das Messer an. Bin aber echt gespannt, ne? Und ich bin vor allen Dingen auch mal gespannt, wie schnell wir das eingebaut bekommen, ne? Weil der Clou an der Sache ist halt, die entsprechen in Form und auch von den Haltern her und von den Anschlüssen her eigentlich immer dem Original. Das heißt, es ist Plug and Play. Tatsächlich beim Xerion habe ich jetzt noch so eine Adapter bestellt, so eine Kabeladapter, weil der andere Anschlüsse an den originalen Scheinwerfern hat. Aber wie gesagt, das bekommt ihr alles im Online-Shop und von daher ist das alles Plug and Play, ne? Anschrauben, anschließen, fertig. Der Karton ist voll, würde ich sagen, ne? Dann haben wir hier Einbauscheinwerfer für den John Deere oben im Kabinendach. Vor allen Dingen, das ist, glaube ich, für viele Leute echt interessant, diese Einbauscheinwerfer in LED oben im Kabinendach, weil die originalen Scheinwerfer, das sind halt wirklich einfach nur Teelichter, die da probieren, was auszuleuchten. Und davon verspreche ich mir tatsächlich echt viel. Ne? Also auf jeden Fall sehr interessant für alle Leute, die jetzt auch nicht nur Klaas fahren oder ein Xerion, sondern auch halt die alten John Deere oder Trecker, die generell Einbauscheinwerfer im Dach haben. Da bietet Agrar-LED auf jeden Fall auch Universallösungen an. Also ich sag mal, so eine Scheinwerfer, das sind halt Universalsachen, die man überall ranbauen kann. Aber jetzt auch spezielle Einbauscheinwerfer für die Haube oder so weiter, die sind dann auch meistens für mehrere Typen genau einbaufähig, ne? Also zum Beispiel Deutz und Valtra, nur mal so als Beispiel, ne? Genau, da könnt ihr auf jeden Fall mal gucken, was da für euren Schlepper passt und da werdet ihr auf jeden Fall auch fündig werden. Genau, das sind jetzt hier zum Beispiel so eine Adapterkabel, ne? Von einem, das ist hier so ein H9, H11 Stecker auf Deutz Stecker zum Beispiel, ne? Das kriegt ihr auch bei Agrar-LED im Shop, so eine Adapter. Das ist jetzt quasi das, was der Xerion bekommt. Hier haben wir einmal, achtmal den Arbeitsscheinwerfer 1036. Das sind ja diese Crowar, wird das glaube ich ausgesprochen. Genau, achtmal Modell 1036. Dann haben wir sechsmal das Modell 1035. Die Scheinwerfer, sieht man ja auch hier, sind, was die Form angeht, identisch. Das sind die Scheinwerfer, die die originalen Heller ersetzen, die ovalen, die ich oben am Dach habe.
diese beiden Modelle unterscheiden sich in dem Abstrahlwinkel tatsächlich. Also das heißt, die 1036 hat einen Abstrahlwinkel von 60 Grad und die 1035 hat einen Abstrahlwinkel von 40 Grad. Das ist eigentlich der Unterschied dabei. Und durch diesen kleineren Abstrahlwinkel eignen sich die 1035 halt für die Fernausleuchtung und die 1036 mit einem breiteren Winkel eignen sich für die Nahfeldausleuchtung. Das ist das, was diese beiden Scheinwerfer unterscheidet. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich quasi die vier Scheinwerfer nach vorne am Dach in eine Fernausleuchtung mache. Und dann hinten habe ich ja nochmal sechs Scheinwerfer dran und da werde ich die innersten auch quasi als Fernausleuchtung machen und der Rest ist Nahfeldausleuchtung. Ne? Das werde ich euch aber gleich am Trecker nochmal erklären. Dann wird das ein bisschen ersichtlicher. Genau, für den Xerion brauche ich eben entsprechend diese Adapterkabel dafür. Das ist auch tatsächlich ganz cool, weil zu jedem Scheinwerfer, den ihr bei AgrarLED bestellen könnt, gibt es halt eine echt sehr, sehr detaillierte Beschreibung. Also einmal, was die Abmessung angeht. Das heißt, man kann sich das am Trecker zurechtmessen. Passt der Scheinwerfer daran, passt er nicht daran? Und tatsächlich auch, was die Wattzahl angeht, was die Lumenanzahl angeht, welcher Stecker benötigt wird oder welcher Stecker vorhanden ist, für welches Modell der Scheinwerfer ist. Also echt sehr, sehr detailliert alles aufgebaut und natürlich habt ihr auch noch einen Support da, ne? Wo ich das hier gerade noch sehe, die Scheinwerfer sind halt alle zertifiziert und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist bei LED-Scheinwerfern, die sind entstört. Weil bei diesen billigen LED-Scheinwerfern ist es ja tatsächlich so, dass wenn man dann das Licht anmacht, kein Radio mehr hören kann. Und weil das dann nur noch rauscht. Ich bin jetzt kein Elektriker, ich kann euch nicht sagen, woran das liegt, aber es ist so. Das ist tatsächlich immer sehr nervig. Und das ist mit den Radios, mit den Scheinwerfern tatsächlich nicht der Fall. Die sind funkentstört oder entstört, sind hier entsprechend IP zertifiziert und bieten euch halt trotzdem die Möglichkeit, noch Radio zu hören, ne? Wäre schon schlecht, ne? Wenn man in der Nachtschicht arbeitet und der nachts dann fährt, kann kein Radio hören, weil er nur stört. Schon ein bisschen blöd, ne? Ja, übrigens, wo ich hier gerade im Auto sitze, fällt mir ein, vorgestern richtig komisch gewesen. Ich fahre und immer hört sich das so an, als wenn sich mein Lüfter von der Klimaanlage zerlegt hat. Richtig abgefahren. Das müssen wir auch mal reintun, das Geräusch. Jo, das wäre schon mal geschafft. Jetzt war ich natürlich blöd und habe nicht mitgedacht, beziehungsweise ich habe echt nicht erwartet, dass die Pakete so schnell kommen und habe jetzt keine Vorheraufnahmen. Also ich habe jetzt keine Aufnahmen, wie die Arbeitsschäfer, die jetzt dran sind, im Dunkeln performen. Ich fahre den Trecker mal in die Halle, schalte mal die Arbeitsschäfer an und dann könnt ihr euch zumindest nochmal einen Eindruck verschaffen, wie es aussieht. Wie gesagt, das war jetzt die Beleuchtung am Tage in der Halle. Kann man natürlich jetzt nicht gut vergleichen, aber ihr kriegt schon mal einen Eindruck. Ich würde sagen, wir packen jetzt schon mal ein paar Scheinwerfer aus, gucken uns die mal an. Und dann habe ich mir überlegt, werde ich mal die Zeit stoppen
wie lange ich überhaupt brauche, um die 14 Arbeitsscheinwerfer zu wechseln. Weil das interessiert mich nämlich, ob so ein Umbau schnell erledigt ist oder ob das ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, ist ja vielleicht auch interessant für euch. So, 10:36 machen wir mal auf. Und ihr seht ja auch schon, ist richtig gut verpackt hier, ne? Alter Schwede. Der 10:36 ist jetzt genau 50 Watt Scheinwerfer und 60 Grad Ausleuchtung, also für die Nahfeldausleuchtung. Und ja, wie ihr seht, habe ich hier hinten 6 Scheinwerfer dran. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich die inneren beiden eine Fernausleuchtung mache, ne? Also mit 40 Grad Abstrahlwinkel. Das ist dann ja der, nicht der 10:36, sondern der 10:35, die ja sonst baugleich sind. Und die anderen beiden hier außen jeweils wird dann 10:36 Nahfeldausleuchtung. Da habe ich mir überlegt, dass ich die 4 Scheinwerfer oben jeweils nah, also Fernlichtausleuchtung mache, ne? Also 40 Grad Abstrahlwinkel und die an der Seite mit 60 Grad Abstrahlwinkel, so dass ich quasi oben Licht habe, was weit scheint, und an der Seite, dann kann man die ein bisschen drehen, halt eben eine entsprechend weite Ausleuchtung habe. Das ist so die Idee dahinter. Und für vorne gibt es tatsächlich noch keine Scheinwerfer, also keine Einbauscheinwerfer. Aber diese Scheinwerfer haben wir ja auch noch in der LED, ne? Das sind ja diese Wiederholungsscheinwerfer von unten. Wenn unten Frontgewicht die Scheinwerfer verdeckt, dann wird hierhin umgeschaltet. Ja, hier haben wir nochmal die drei Modelle, ne? Also einmal Fahrscheinwerferwiederholung, dann die 60 Grad Ausleuchtung, ne? Und die 40 Grad Ausleuchtung. Und jeder Scheinwerfer von dieser Reihe so gesehen, also 10:35 und 10:36, hat die Möglichkeit, in zwei Anbaupositionen montiert zu werden, ne? Das heißt, einmal können wir den so montieren, ne? So, wie er jetzt hier hinten hängt. So. Ja, das heißt, der Halter ist hier oben dran. Oder wir haben die Möglichkeit, den hochkant zu montieren, nämlich so. Und so sind die tatsächlich vorne angebaut. Wenn wir nochmal nach vorne gehen, sieht man das. Hier oben, ne? Dass der Halter von der Seite kommt. Ja, das ist echt richtig gut, dass es da die Möglichkeit gibt. Zu jedem Scheinwerfer gibt es hier so ein Set, ne, mit Schrauben, einem Imbusschlüssel, mit den verschiedenen oder mit den Haltepunkten hier, mit diesem Halter zum Aufschrauben, ne? Also muss ich ehrlich sagen, das ist extrem hochwertig verarbeitet alles. Also sowohl die Schrauben als auch die Halter, das Werkzeug, das ist alles Metall. Und ja, macht echt einen qualitativ sehr, sehr, sehr guten Eindruck. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier um diese 6 Scheinwerfer. Da komme ich jetzt am besten ran, ne? Ist natürlich entspannt zu laufen. Und dann um die restlichen Arbeitsscheinwerfer vorne. Die lassen wir jetzt im Aufbau erstmal vorne vor, weil ich will jetzt erstmal wissen, wie lange brauche ich, wenn ich durcharbeite und nur die Arbeitsscheinwerfer tausche. Also alle 14 Scheinwerfer von diesem Typ, die es hier dran gibt. Ne? Weil das ist ja natürlich auch mal interessant zu wissen, ob man das rein theoretisch, nur Unternehmer, der jetzt Zeitstress hat, ob man das dann mal eben in so einer Stunde, was weiß ich, in der Mittagspause umbauen kann. Das wäre natürlich richtig cool. Und entspricht natürlich auch der Praxis, ne? Weil ja, in der Haupterntezeit, wenn dann da das Licht ausfällt, dann hat man Stress und eigentlich gar keine Zeit, sich darum zu kümmern. Ne? Aber wenn das dann hier die Option gibt, die Sachen wirklich super schnell Plug and Play aufzubauen, ist das natürlich eine gute Sache. Ne? Dann muss ich mal gucken, ob der dazwischen passt oder ob ich die anderen Halter anbauen muss. Sonst müsste ich hier einmal die Dachhaube abnehmen, weil hier die von oben mit der Mutter gekontert sind. Ich guck mal und dann, wenn ich soweit bin, dann stoppen wir mal die Zeit. Uhr, Stoppuhr. Und ich würde sagen, lass die Spiele beginnen. So, jetzt muss ich mal gucken hier mit meinem Gummi, was ich hier neulich gemacht habe. Ach, das geht ja.
Ja, hier hatte ich ja neulich auch sauber gemacht, ne? Ja. Das war schon mal ganz gut im Voraus. So, jetzt müssen wir hier hinten erstmal den Stecker abnehmen. Das heißt, leuchten wir da erstmal rausdrehen. Das heißt, nach hier. Open. Na, komm. Ja. Oh ja, die sieht ja auch hervorragend aus, die Lampe. Perfekt. Und jetzt diesen Schutz nach oben. Darunter verbirgt sich nämlich dann der Stecker. Die Bilanz nach 5 Minuten. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Gesehen, ich könnte jetzt, wenn ich den Trigger wieder abnehme, hier die Propfen rausnehmen und diese Kappen, wenn man die hier nicht haben will, hier nach oben schieben, dass die hier drin verschwinden, so gesehen, ne? Diese Propfen ab und dann das Ding hochschieben. Aber ich glaube, das lasse ich als Schutz dann hier so drüber, dass dann hier die Kabelverbindung drin verschwindet. Kann man sich hier unter tapen, also mit Kabelbindern, genau. Alles abgebaut. Ich würde sagen, ich spendiere mal eine Handvoll Adapterkabel, oder? Die Kabel sind schon mal dran. Jetzt kann man hier halt, wie gesagt, den Stecker wieder reinmachen, ne, dass das geschützt ist. Hier nochmal das System, wie diese Scheinwerfer jetzt zusammengebaut werden. Das ist quasi das Adapterstück, ne? Also wird angeschraubt hier, so zum Beispiel. Dann haben wir hier diese Halbschalen. Ne? Ja, wie soll ich das demonstrieren? Ne? Die werden jetzt so hier, so kommt das zusammen. Ne? Jetzt werden diese Halbschalen so zusammengelegt. Und hier erfolgt dann die Klemmung zum Halter, zum Anschrauben. Ne? Cooles System auf jeden Fall. Und nicht so wie hier, ne, wo der Halter schon Bestandteil des Scheinwerfers ist. Was ganz interessant ist, ich kann die Originalhalterung doch benutzen. Ich hätte erst gedacht, das passt von der Klemmung her gar nicht, aber das funktioniert. Genau, sitzen dann halt ein bisschen tiefer. Ich werde aber die originalen Halter nehmen tatsächlich. Also hier, ne, der Crower-Halter, hier original. Weil ich dann nicht die Arbeit habe, vorne zum Beispiel dann alles umzubauen, sondern oder das komplett alles abzubauen, auseinanderzunehmen, sondern ich muss dann nur eine Schraube lösen. Die ersten 6 Scheinwerfer sind dran. Wie gesagt, ich habe die originalen Lampenhalter nochmal genommen. Hier habe ich jetzt die Kappe erstmal über der Steckverbindung zum Adapterkabel gelassen. Das muss ich mal gucken, ob ich das in Zukunft nochmal ändere. Also das heißt, die Kabel nochmal anders verlegen, ne? Und nochmal schön alles hochbinden. Aber ja, das ist jetzt erstmal das Endergebnis. Wie gesagt, ganz normal aufgeschraubt. Jetzt kommt die Haube oben wieder rauf. Mal gucken, wie weit ich heute noch komme. Das wird jetzt doch relativ schnell dunkel. Ja, schon Anfang Herbst jetzt. Tatsächlich, wie spät ist es jetzt? Oh, 7:15. Ich guck mal, wie weit ich noch komme und dann hören wir uns morgen wieder. Guten Morgen, ein Tag später. Ja, ihr habt gesehen, gestern haben wir ja die Scheinwerfer hinten fertig gemacht und heute geht's dann nach vorne. Da haben wir ja jetzt 8 Scheinwerfer statt 6. Weil das hier alles noch nass ist, der ganze Rasen, habe ich mir das mal hier mal aufgebaut. Genau. Ich werde jetzt erstmal die 4 Scheinwerfer für vorne fertig machen. Also für oben am Kabinendach mit 40 Grad Ausleuchtung. Dann baue ich mir den Rest erstmal zusammen. Ne? Dann kann man das super einfach und schnell dann am Stepper anbauen. Ja, die restlichen Arbeitsscheinwerfer sind schon mal vormontiert. Jetzt genau, schraube ich halt nicht die komplette Halterung ab, sondern nur den Scheinwerfer an sich. Die Halterung bleibt so gesehen dran. Erleichtert für mich die Montage halt, ne? Weil ich nur eine Schraube lösen muss und nicht den kompletten Halter auseinanderbauen muss. Ja. Also sehr, sehr einfach. Ich würde sagen, ihr guckt mir ein bisschen bei der Arbeit zu und dann geht's weiter.
Das ist hier wieder ein Träumchen deutscher Ingenieurskunst. Jetzt kriege ich die Schraube nicht raus, weil die hier oben ans Dach anhaut. Ah, Leute. Also doch das ganze Ding abbauen, wa? Ist ja hier schon wieder ein Träumchen. Ja, gut, ich glaube, ich habe ein Problem. Weil hier ist kein Gewinde drin. Da scheint auf der anderen Seite eine Mutter drin zu sein. Mhm. Perfekt. Das heißt, ich muss die ganze schwarze Maske abbauen dafür. Nee, ne? Ach, scheiße. Wie kann man denn sowas bauen? Also ganz im Ernst, ne? Begreife ich nicht. Wie kann man sowas konstruieren? Oh nee, ey, gar keinen Bock drauf. Und das wird auch alles voller Dreck sein. Da wette ich mit euch. Das wird alles voller Dreck sein. Perfekt. Oben glaube ich noch zwei. David ist auch wieder am Start. Ja. Wir müssen jetzt hier das komplette schwarze Teil abbauen. Und dann ist hier überall mit diesen traumhaften Torx-Schrauben reingeschraubt, ne? Und ich sag ja, ich will nicht wissen, was für Kilo Erde hier uns gleich erwarten. Das schlägt uns. Und weil man über Kopf arbeitet, fällt das natürlich auch alles schön ins Gesicht. Ja. Ja. Oh, da kommt schon Deck mit raus. Oh, hier ist noch eine. Die ist schon so richtig gut da reingekorkt. Ich glaube, die ist gar nicht fest. Ach nee, guck, die ist gar nicht fest. hier ist sie auch noch drin. Ja, die hier ist raus, oder was? Die habe ich raus an der Partylampe und dann muss hier vorne ja noch eine sein, ne? Last one. Und dann geht das wahrscheinlich auch nur ein Stück runter, weil da die ganzen Kabel ranhängen. Warte mal. Hier läuft schon mal Wasser raus. Das ist gut. Oh, hält sich an Grenzen mit dem Dreck, ne? Alter, da hast du ganz Seil dran. Alter, vorher Schwede. Hast du gemeckert. Ja, hier kann man sehen, hier Seil dran, ne? Dass man das Ding nicht hochhalten muss, ab Werk. Ja, und ja. Da müssen wir ran, ne? Ja. Aber das geht ja wirklich mit dem Dreck da. Ah ja, und hier läuft von oben das Wasser denn. Hier ist ja eigentlich der Empfänger drauf, ne? Der bei mir da hinten ist. Aha. Dann guck mal, hier ist deine Radioantenne. Ach Quatsch. Das ist die Radioantenne. Geil. Ja, wir haben jetzt rechts und links die Dinger hier wieder festgeschraubt. Hier habe ich die Kabel auch schon drauf, Stecker. Jo. Irgendwann, wenn man hier nochmal beigeht, kann man hier wohl nochmal mit dem Kelcher rüber. Oder man hängt das nochmal aus und holt den Kelcher hier hoch, aber da habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Wir wollen ja Ergebnisse sehen, ne? Durchgezogen wieder auf. Warte. Lass mal erstmal hier die Dinger rein schön. Das ist nicht schwer. Das nur mit den neuen Scheinwerfern jetzt so schwer. Vorher war das nicht so schwer. Alter, Verwalter. Hä? Nee. Das muss runter drüber, genau. Ja, wie denn? Das geht doch hier gar nicht. Großer. So. Guck mal, wie das passt. So, fertig. Halt. Ganz versteckten Schrauben da. Dann müssen wir jetzt hier nur noch gleich mal die Muttern wieder festziehen, ne, weil wir die noch verstellbar gelassen haben. Ne? Damit wir hier gut an die Schrauben rankommen. Da einmal festziehen und ist gut. Yes!
Alles fertig. Alles umgebaut auf LED. Geil. Ja, das sind die ganzen alten Scheinwerfer, die wir ersetzt haben. Und naja, ich meine, muss ich dazu noch was sagen? Ne? Oder dazu? Da ist eigentlich gar keiner mehr zu Hause, ne? Oder hier? Ja. So, wir sind fertig tatsächlich. Wir haben alle Arbeitsscheinwerfer umgebaut und haben dafür jetzt, also heute haben wir ja nur die Scheinwerfer vorne alle gemacht, also 8 Stück. 4 an der Seite plus die 4 oben im Dach, wo wir halt die ganze Haube für abnehmen mussten. Und für die ganze Nummer mit Scheinwerfer vormontieren haben wir gebraucht 2 Stunden und 4 Minuten. Ja, gestern habe ich ja die 6 Scheinwerfer hinten angebaut. Dafür habe ich ungefähr 1,5 Stunden gebraucht, weil ich die komplette Halterung abgenommen habe und das hätte man ja eigentlich gar nicht müssen. Also ich sag mal, wenn man da sinnig rangeht, sich die Scheinwerfer schon mal alle vormontiert, ne, dann schafft man den kompletten Umbau in ungefähr 3 Stunden. Würde ich mal schätzen, das schafft man ja. 3 Stunden, 14 Arbeitsscheinwerfer, ja. Genau. Der Vorteil dabei ist halt, man muss da wirklich nicht rumlöten und im Kabelbaum rumschneiden und krimmen und Seitenschneider und isolieren. Nee, das ist einfach. Man braucht halt dieses Adapterkabel, H9, H11 Stecker auf Deutschstecker. Das braucht man, aber das ist wirklich einfach nur anschließen, an den Scheinwerfer anschließen und dann funktioniert es. Ne? Das ist halt wirklich echt eine coole Sache, dass es so weitestgehend Plug and Play ist. Ja, wie gesagt, hier oben die 4 Scheinwerfer, das ist ein bisschen Aufwand, weil man die komplette Maske abnehmen muss, aber das hält sich auch noch in Grenzen, ne? Also für euch zur Info, ungefähr 3 Stunden braucht man, um 14 Arbeitsscheinwerfer an einen Xerion zu bauen. Genau. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal die Scheinwerfer jetzt bei Tag an, ne? Ob die alle funktionieren, habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Und dann sehen wir uns heute Abend wieder, wenn es dunkel ist. Und dann lassen wir hier heute Abend mal die Sonne aufgehen. Und dann will ich euch mal zeigen, wie hell die Arbeitsscheinwerfer sind. Das interessiert mich selber brennend. Ich denke mal, da werden wir dann irgendwie auf eine Koppel fahren oder so. Dass man auch mal schön das Umfeld ausleuchten kann, ne? Und dass man das ordentlich sieht. Genau. Alles klar. Dann jetzt einmal Test. Und dann sehen wir uns heute Abend wieder. Licht an. Scheinwerfer an. Eigentlich müsste jetzt alles leuchten. Alter, selbst am Tag sind die krass hell, ne? Ich habe übrigens noch ein paar Daten zu den Scheinwerfern für euch. Haben wir vorhin mal ein bisschen ausgerechnet. Also, mit den alten Halogenscheinwerfern, das waren ja 65 Watt Scheinwerfer, hatte ich hier eine Stromaufnahme von 910 Watt. Ne, alle 14 Scheinwerfer, 65 Watt, 910 Watt. Die LED-Scheinwerfer haben jetzt nur noch eine Stromaufnahme von 700 Watt. Das heißt, wir können den ganzen Stromkreis, die Kabel, die Lichtmaschine, also das ganze Stromsystem vom Trecker um 210 Watt entlasten. Ne? Also ungefähr ganz grob ein Fünftel. Ein Fünftel weniger, die das Stromsystem belastet ist. Aber was noch viel, viel krasser ist, sind die Lumen. Also der Lumen ist ja, nagelt mich nicht drauf fest, aber das Lumen ist ja eher eine Kennzahl, die Leuchtkraft ausdrückt. So sag ich es jetzt mal, der keine Ahnung hat. Mit den alten Arbeitsscheinwerfern, alle zusammengerechnet, hatten wir eine Leuchtkraft, so sag ich es jetzt mal, von 11.700 Lumen. So, und alle LED-Arbeitsscheinwerfer von Agrar-LED jetzt zusammengezählt, haben wir jetzt eine Leuchtkraft von 70.000 Lumen. Ja, also absolut, absolut krass. Absolut krass.
Das müsst ihr euch mal überlegen. Das sind fast 60.000 Lumen mehr als vorher. Also hier muss ja alles im Umkreis, muss ja taghell sein, im Dunkeln. Ne? Also das ist tatsächlich echt krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das auf dem Papier so brutal ist. Ich meine, klar, dass die LED-Scheinwerfer den Stromkreis entlasten und weniger Stromaufnahme haben, das ist ja bekannt, ne? In diesem Fall halt 210 Watt. Aber dass die Lumenanzahl so brutal höher ist als vorher, das hätte ich mir nicht träumen lassen können. Ganz ehrlich. Also, echt krass. Und das halt trotzdem bei originale alte Optik, ne? Also von der Form her unterscheiden die sich ja nicht. Der Trecker sieht vom Erscheinungsbild aus genauso wie vorher auch. Das ist wirklich schon top. So, jetzt würde ich sagen, ich habe hier genug über Lumen und Watt und was weiß ich erzählt. Wir sehen uns jetzt heute Abend wieder, wenn wir die Scheinwerfer mal im Dunkeln ausprobieren, ne? Alles klar. Für mich sind es noch 4-5 Stunden. Und für euch ist es nur ein Schnitt. Da hinten geht die Sonne unter. Und das ist jetzt hier die Fläche, ne? Das ist jetzt die normale Fahrbeleuchtung, ne? Hier sieht man auch schon mal eine LED-Kennzeichenbeleuchtung hinten. Jetzt würde ich sagen, schalten wir mal vorne oben am Kabinendach die Scheinwerfer ein. Krass, das ist nur oben am Kabinendach. Jetzt schalten wir die Scheinwerfer hier am Seitenholm ein. Leute, 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 ey. Und jetzt schalten wir die Scheinwerfer hinten ein. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber das ist nur brutal. Also ihr habt ja gesehen, wie dunkel das hier eben war, ne? Man konnte nichts sehen, gar nichts. Das ist ja taghell. Und ich kann die Scheinwerfer ja nach Belieben auch noch weiter drehen, ne? Zum Beispiel hier an der Seite. Sieht man das? Ich kann ja die komplette Seite ausleuchten, wenn ich will. Also ehrlich, das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich würde mal behaupten, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, dann könnt ihr mich auch relativ gut sehen, oder? Krass. Jetzt können wir natürlich noch an den Scheinwerfern optimieren, das heißt die optimale Ausleuchtung einstellen, ne? Absolut krass. Ich habe jetzt die Scheinwerfer, wie gesagt, hier an den Holm noch mal ein bisschen nach da gedreht. Hier haben wir noch einen dunklen Fleck so gesehen, aber das ist ja, was heißt dunklen Fleck? Das sieht auf der Kamera jetzt nur dunkler aus. Da kann man auch relativ gut gucken. Und sonst ist tatsächlich ringsrum um den Schlepper komplette Ausleuchtung angesagt, ne? Hier, dieser Fleck liegt sowieso nicht im Sichtfeld. Und was total angenehm ist, das kommt auf der Kamera jetzt nicht so rüber, aber man kann wirklich weit gucken. Also manchmal hat man das ja, wenn ich habe das manchmal, wenn ich auf Wacker bin, dann verliert man so ein bisschen die Orientierung, wo man ist,
weil man eben halt nicht so eine krasse Ausleuchtung hat und so weit gucken kann. Und hier sieht man halt wirklich, ich sag mal, im Umfeld von 50, 60 Metern alles rund um den Schlepper, ne? Und das Licht ist halt wirklich angenehm, ne? Also an dieser Stelle nochmal ein riesen Danke an Agrar-LED für die Bereitstellung von diesen coolen Scheinwerfern. So, machen wir das Licht nochmal aus. Und Leute, das ist das normale Fahrlicht, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich gleich wieder nach Hause finden soll. Krass. Krass, krass, krass. Ja, hier nochmal ein paar Aufnahmen von außen. Man sieht ja auch, wie krass der Baum da angestrahlt wird, ne? Ich hoffe, man kann mich einigermaßen gut sehen. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz, ganz fettes Dankeschön an Agrar-LED für die Bereitstellung von diesen krassen, krassen Scheinwerfern. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, die Scheinwerfer hier ranbauen zu dürfen. Und ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Ihr habt gesehen, was für einen krassen Effekt das haben kann. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Lasst ein Like da. Lasst ein Like auch für Agrar-LED da. Lasst einen Kommentar da. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu den Scheinwerfern hier schreiben und vor allen Dingen zu dieser krassen Ausleuchtung. Lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, einmal in der Woche gibt es ein Video. Je nachdem, wie ich schaffe. Samstag, Sonntag, vielleicht auch unter der Woche. Genau. In diesem Sinne sage ich gute Nacht und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein.